Moin Jungs, hier ist euer Kalla. Ja Leute, heute gibt's mal wieder standardgemäß das Wort zum Mittwoch. Grüßt euch, willkommen Jungs. Alles klar bei euch? Ja Leute, wisst ihr was? So langsam geht mir mal hier ganz fürchterlich was auf mich. Seit zwei Tagen dieses verfluchte Scheißradio. Wenn ich das anmache, höre ich diese Scheiß-Maut-Geblubber. Diese Scheiß-Maut-Diskussion von unserem Bundesverkehrsminister, den Dobrindt. Hör mal, wisst ihr, wie den Kerl, den kannst du besser Dobrindt, kommt ja von Dobermann. Den kannst du besser Dobermann nehmen. Hör mal, der ist nämlich genauso bissig. Hör mal, schink dir mal eine Tüte Frohlich da hoch. Da kannst du mal da reinbeißen. Hör mal, der ist genauso bissig wie so ein Dobermann mit seiner Maut. Hör mal, das wird den erköre ich hier in Deutschland. Hör mal, zum ersten Mautschaffner. Hör mal, in der Bundesrepublik Deutschland, Kollege. Hör mal, hast du eigentlich noch was anderes? Hat der andere Sorge? Hör mal, der geht mir mal ganz, ganz gefühlvoll auf die Floskeln mit seiner scheiß Maut. Hör mal, da sagt der, ist ja richtig, die Ausländer sollen mal hier bezahlen, wenn sie durcheiern. Wir müssen ja auch da drüben in der Schweiz oder in Österreich blechen, Leute. Aber da geht er doch wieder aneinander. Aber mit vorgehaltener Hand, hör mal, da will er uns ja die Kfz-Steuer für runtersenken. Aber das geht alles nach Euronorm und Schadstoffausstoß. Wir heute brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Der kleine Mann ist natürlich mal wieder so richtig schön den Arsch rein trompetet. Und warum? Nämlich, wenn ihr so ein altes Auto, 10 oder 15 Jahre alt, wenn das so, wir sind ja keine Millionäre, ich fahre ja auch über 10 Jahre alten BMW. Aber Leute, wenn der nämlich älter ist, hat der nämlich nicht die neueste Schadstoffnorm. Da haut er doch wieder richtig drauf in die Steuer. Da sagt er, da kann ich nichts erlassen, alte Schadstoffnorm. Das Ding ist giftig. Und schon bist du wieder. Hör mal, mit vorgehaltener Hand. Hör mal, Tobi. Hör mal, da kurbelst du mal wieder die Wirtschaft an, damit alle kleinen Leute, so wie Kalla, die kleine Malocha, mal wieder gezwungen ist, eine neue Karre zu kaufen. Logisch, hör mal. Wirtschaft ankurbel, kurbel ich gerne an. Dann lass mir mal ein paar mehr Mücken, du Knaller. Nämlich, da mache ich auch einen. Da kaufe ich auch neue PKWs. Aber doch nicht nur auf Capiccio oder mit der Bankschulden oder was. Bin ich denn besoffen oder was? Nein, Leute. Hör mal, und da würde ich ja mal gerne da oben in Berlin in deren Vereinsalm reinfahren, Leute. Hör mal, da fahre ich mit meinem BMW mal rein. Hör mal, steige ich bei Angie. Hör mal, vorm Thron steige ich mal aus. Da knall ich hier die Maut auf den Tisch. Da sage ich, weißt du, Angie, soll ich meinen gepflegten BMW 100% gepflegt gewartet? Hör mal, den schmeiße ich jetzt wegen euch weg oder was? Oder den geht nach Afrika für 1500 Euro. Verticke ich den und da fahren sie den weiter. Hör mal, wie beschmiert ist das denn, Leute? Und da frage ich mich, über hunderttausende Kollegen, LKW-Fahrer, die schallern hier jeden Tag über Deutschlands Autobahn. Wisst ihr eigentlich, wie viele Milliarden Maut da zusammenkommen? Hör mal, was machen die da mit der Kohle, hör mal? Im Vereinsheim in Berlin, hör mal, schmieren die sich ihre Zahnlücken beim Zahnarzt zu? Für zig Milliarden oder was? Hör mal, ich habe noch nicht ein Loch gesehen, was in letzter Zeit hier weggemacht worden ist. Jeden Abend komme ich mit Rührheimbeutel nach Hause von den ganzen scheiß Schlachlöchern hier auf der Straße, hör mal. Das ist doch alles hier mit vorgehaltener Hand, hör mal. Wie lange wollen die uns eigentlich noch für doof verkaufen da mit ihrer Scheiße, hör mal? Wisst ihr was? Macht euch mal ein paar Gedanken drüber, Leute, hör mal. Bis gleich. Knallgas! Mautgas! So, Jungs, da bin ich wieder. Musste mal eben den Kunden hier bedienen, mal eben abladen, Leute. Ach, hier, habt ihr mal drüber nachgedacht? Wie bescheuert ist das eigentlich alles? Ja, Leute, wenn du da eine alte Karre fährst, hör mal, da haut da richtig Steuern drauf, unser Dobi, unser Dobermann. Und dann, ja, guck mal, da kannst du nehmen, da musst du nämlich eine neue Karre kaufen mit Euro 5 oder Euro 6 Norm. Macht mein Chef ja jetzt schon. Der kauft die LKWs Euro 6 Norm, damit die Maut billiger ist und die Steuer runtergesetzt ist, damit er konkurrenzfähig bleibt. Da werden ja alle dazu gezwungen. Das werden wir auch noch, Leute. Weil sonst ist die Steuer für unseren älteren PKW so hoch, immer. Da können wir jeden zweiten Tag von in die Gurke gehen. Und da kann ich mir mein Rührei unten wegschießen, immer. Was ich hier auf den Schlachtlöchern auf bundesdeutschen Straßen kriege. Kann ich mein Rührei da wenigstens abends abrotzen. Aber Leute, machen wir uns doch alle nichts vor. Ja, die labern und labern. Und wisst ihr was? Der Regierungsapparat, die haben doch gar nichts mehr im Blickfeld, immer. Die haben doch überhaupt gar nicht, die sind überhaupt gar nicht mehr hier, Herr der Kontrolle über die ganze Kohle, die hier raus und rein geht. Ihr seht am Ende des Jahres nur, da sehen die nämlich nur noch Leute, wisst ihr, was die seht? Die sehen nämlich nur noch, wie sie mehr Schulden gemacht haben. Da muss ich ja wieder was Neues einfallen lassen, immer. Damit wir da noch ein bisschen den Beutel abzapfen können von einem normalen Bürger. Aber Dobi, mach du mal schön weiter so. Aber ich fahre demnächst Fahrrad. Da komme ich mit dem Fahrrad da hochgeeiert. Dann zeige ich dir, wie ich null Schadstoffausstoß habe oder was. Ach, hier, aber die gehen mir so auf den Nüsse, Leute. Da frage ich mich, da will der so ein Verwaltungsapparat für seine scheiß Mautzettel da veranschlagen? Aber Leute, aber wenigstens einen Vorteil, da brauchen die Girls nicht mehr so viel in der Gurke arbeiten. Aber dann kann er die als Mautstrapse da aufstellen in seinem Verwaltungsapparat. Aber dann kann er die da ins Büro reinsetzen, da kann er da mal mit einem dicken Pinsel durchlaufen, wenn er die da in Strapse vor dem PC sitzen, wie sie da die Maut eintreiben. Mann, das sind die doch bekloppt, oder?
So, Jungs, da bin ich wieder. Feierabend, gar. Schönen Feierabend euch allen. Da will ich euch mal zeigen, Leute. Dank dem Dobri, unserem Bundesverkehrsminister. Dobri, hör mal, dem Dobermann, kannst du so eine Karre hier bald wegschmeißen. Guckt euch das mal an, Leute. 320 Diesel, Multifunktionslenkrad, Tempomat, Sechsgang-Schaltgetriebe, Klimatronik, Lederausstattung hier, nur vom Feinsten, Leute. Guckt euch das mal genau an. Beheizbare Spiegel, alles mögliche. Und da ist das schöne Ding. Guckt mal, seht ihr das? Leute, das ist eine gelbe Plakette. Und eine gelbe Plakette heißt bald nirgendwo mit reinfahren. Aber ich will aber weiter mit meinem schönen BMW hier, mit meinem 23 Diesel, eine Gurke fahren, einen abschießen, rausrennen, nicht nass werden, den alten einfach pöllen. Nein, Leute, könnt ihr wegschmeißen. Was soll ich jetzt? Soll ich einen Propeller oben drauf machen, das Ding zu der Bananenpflücker fliegen lassen oder wegschmeißen? Nein, Leute, das ist Wirtschaft ankurbeln. Egal, ob du viel fährst oder nicht, ob du wenig die Umwelt belastest oder nicht. Nein, da musst du umrüsten. Entweder auf Tausende von Euro hier noch reinpumpen für so einen scheiß Partikelfilter. Oder das Ziel ist natürlich, neue Karre kaufen mit grüner Plakette und neuer Umwelttechnologie, damit das schön die Preise anziehen kann, damit du diese Karre, damit ihr oder ich diese Karre hier nicht mehr halten kann. Das ist das Ziel nämlich von unserem Bundesverkehrsminister. Aber in Afrika fährt das Ding hier eh weiter. Ist doch Blödsinn also. Deswegen, aber fühlt man sich doch mal so ein bisschen verarscht, oder? So eine Karre kannst du doch nicht wegschmeißen. Nein, hör mal, aber ist doch kein Problem, hör mal, Leute da oben, hör mal, ein Spielzeugverein in Berlin, hör mal, da schickt mir ein Papa Mücken rüber, da kaufe ich einen mit grüner Plakette, ist doch kein Problem. Da braucht ihr die ganzen Moneten nicht ins Ausland schleppen, hör mal. Und dir nicht so eine Story einfallen wie mit der Maut und hinterher ziehst das von der Kfz-Steuer runter. Nein, machst du nicht. Dann sagst du, der hustet hier hinten mehr raus, da bezahle ich nämlich genauso viel wie vorher, plus die Maut dabei, hör mal. Hör mal, das kann doch jeder, hör mal, jeder matschige Kürbis, hör mal, weiß das doch hier oben drin, dass du da wieder nur abgebeutelt wirst als deutscher Staatsbürger, hör mal, der normal mal auch. Geht doch nicht, Leute. Und deswegen sage ich euch, hör mal, Verarschungsgas ist das nur, hör mal. Und da sag ich mal wieder, was Fakt ist. Hör mal, da hau ich doch mal wieder einen raus, aber auch mal gerne, obwohl ich ja nur meine Comic-Scheiße hier abziehe, aber da sage ich doch, klar, knallhart meine Meinung, Leute, dass die mal da oben so weiter toben, hör mal, hoffentlich laufen sie mal irgendwann die Treppe rückwärts runter. Knallgas!